Moin Leute und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Vlog. Ich habe ja letztens schon erwähnt, dass der Matze von Green Jaws bald vorbeikommt und wir ein Moorbeet zusammen anlegen. Dafür muss ich jetzt aber noch einiges vorbereiten und dementsprechend bin ich jetzt gerade noch mal raus. Auch wenn man es nicht sieht, weil es ist ja noch hell, aber wir haben schon 9:30 Uhr, das heißt, ich muss noch die Resttageszeit nutzen und noch ein bisschen was reißen. Hier war ich gestern schon tätig und habe hier mal das ganze Unkraut von dem Beet rausgesetzt und von den Gras her habe ich da eins rausgenommen und das Ganze dann umgesetzt. Und hier werde ich jetzt demnächst noch die letzten Allium beseitigen. Hier wären jetzt eigentlich schön blühende Allium und ich kann euch auch zeigen, wie sie aussehen. Denn wenn auch nicht viele, haben es ein paar dann doch geschafft zu überleben, wo die Kaninchen sozusagen sie nicht gefunden haben, weil zu viel Gestrüpp drumherum war. Hier ist das besagte Gestrüpp und da, man erkennt es vielleicht, so sehen die Kandidaten aus und davon ganz viele. Und in echt sind es, ja, ganz wenig. Anstatt ein paar hundert sind es 2. Da ist das besagte Beet. Wie ihr seht, hier ist Gerümpel und Geröll. Da steht die Magnolie drin und der Steinelefant. Und dieses ganze Beet müssen wir jetzt fit machen, denn hier diese Seite soll Moorbeet werden. Der Matze hat nämlich gesagt, Moorbeet steht am besten in voller Sonne. Das heißt, wir suchen einen vollsonnigen Platz. Das ist bei mir ein bisschen schwierig. Was heißt ein bisschen schwierig? Aber er ist natürlich hier. Wenn man aber mal schaut, die Sonne geht praktisch da auf, wandert hier rum, geht dann hier oben her, da sind ein paar Bäume und dann verschwindet sie hier hinter den Wald. Aber trotzdem ist hier permanent Sonne. Und als erstes holen wir uns die Schubkarre. Jetzt werden wir mal schauen, inwieweit wir hier dieses distelähnliche Unkraut wegkriegen. Wird höchstwahrscheinlich eine Pfahlwurzel haben. Gucken wir mal nach. Nö, hat es nicht, beziehungsweise nur eine ganz kurze. Das heißt, das können wir jetzt hier überall rausziehen, weil das ist eigentlich das einzige Unkraut, was hier überall wächst. Der Riesenhaufen hier ist jetzt raus. Den laden wir jetzt gleich in die Schubkarre ein. Und dann geht es hier an den Feinschliff. Schubkarre voll beladen, die geht jetzt direkt auf den Kompost, denn da ist weder was in Blüte gegangen, noch ist es irgendwas, was ich wieder aussamen kann, also viel Biomaterial. Und so sieht das Ganze aus. Ist schon ein beachtlicher Haufen, der demnächst mal wieder durchgemischt wird. Als nächstes geht es mit dem Spaten weiter, denn ich habe hier Ampfer drin und den buddel ich aus, denn sonst kommt er immer wieder. Hier könnt ihr das schön sehen. Hier ist der Ampfer noch recht klein, dann geht das noch. Aber wenn der Wenn man mal schaut, guckt euch das mal an. Der hat extrem lange Pfahlwurzeln und wenn da was drin bleibt, dann wächst er dadurch einfach wieder neu. Deswegen wird der ausgegraben. Aber ich zeige euch mal eben auch noch den Worst-Case-Fall hier am Hochbeet. Da steht er nämlich auch. Und so groß wird er und samt sich dann aus. Also ich muss hier auf jeden Fall die Tage das wenigstens eben köppen, damit er sich nicht hier in dem ganzen Gebiet, seht ihr das? Alles, was hier so rötlich ist, das ist alles Ampfer und der ist krass invasiv. Dementsprechend, da muss man radiat gegen vorgehen. Radiat, rabiat. Und jetzt kommt hier meine Hacke zum Einsatz, meine Geheimwaffe, beziehungsweise, tada, Beetfläche fertig. Nachdem ich die ganzen Ampfer ausgebuddelt habe, also alles, was wiederkommen kann, beseitigt habe, habe ich sie einmal abgezogen. Der Rest war nur Rasen, Vogelmirre und das übliche Zeug, was so wächst. Und jetzt habe ich hier, gehen wir mal ein bisschen zurück, eine schöne große Fläche, die wir ummodeln können zu einem richtig geilen Moorbeet. Also Matze, falls du das hier sehen solltest, bevor du bei mir da bist, ich habe schon was geleistet, aber wir müssen jetzt natürlich noch ein Loch machen. Folie holen, Wasserspeicher besorgen. Wasserspeicher sind übrigens einfach umgedrehte Speisfässer und Mortelkübel, die einen Haufen Löcher gekriegt haben. Die werden dann sozusagen hier reingetan und dann wird das Ganze mit Substrat gefüllt und bam, habt dann Moorbeet. Also im Prinzip wie ein Teich mit Füllung. Einziger Nachteil natürlich, hier waren ja haufenweise Alliums und so weiter, die aber ja alle gefressen wurden und dementsprechend nicht gekommen sind. Ich habe aber gerade schon eine Zwiebel ausgebuddelt. Die sehen alle noch gut aus. Das heißt, alles, was ich jetzt finde beim Lochbuddeln, werde ich zur Seite legen und drumherum wieder einpflanzen und einfach darauf hoffen, dass nächstes Jahr die Kaninchen deutlich weniger sind. Und jetzt sieht man auch hier die schöne Magnolie wieder, dass sie mal ein bisschen freier steht. Die Erde hier inklusive des ganzen Unkrautes sowie auch der Ampfersachen wird natürlich nicht auf den Kompost geschmissen, sondern die wird entsorgt. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Dennis, du Spinner, warum machst du das abends um 10? Erstmal, seht ihr dieses endgeile Licht? Das sind so lila Wolken von oben, die jetzt einfach richtig cooles Licht runterstrahlen. Und deswegen filme ich jetzt.
Nein, ist natürlich Quatsch. Das liegt einfach daran, weil ich tagsüber keine Zeit hatte und die nächsten 2 Tage soll es richtig schütten. Also sprich diese 200 Liter pro Quadratmeter, der Regen des Jahrtausends kommt und da will ich da nicht stehen und was wegbuddeln. Aber checkt mal hier aus. So langsam gehen die Dahlien auf. Hier wirklich schön. Und auch hier, die hier, die hat schon mehrere Köpfe. Und hier, wenn ihr das könnt ihr das so sehen? Ja, da sind noch 2. Da noch welche, da. Also hier sind locker 20, 30 Köpfe, alle von dieser gelben oder dieser roten Sorte. Da bin ich mal gespannt. Und es dauert nicht mehr lange. Die Lilien, die es geschafft hatten, werden auch bald aufgehen. Guckt euch die an. Hier, was für ein Brummer. Die Blüte ist fast so groß wie meine Hand. Die werden jetzt bald auch aufgehen. Da bin ich sehr gespannt. Und wenn ihr noch was zur Minze wissen wollt, die ich hier auch überall in meinem Beet habe, die riecht einfach richtig nice. Video alles über Minze habe ich auf meinem Hauptkanal veröffentlicht. Verlinke ich euch hier oben mal. Schaut einfach mal rein oder wie immer unten in der Beschreibung. Und für heute machen wir Schluss, aber wir sehen uns gleich wieder. So Leute, und jetzt nächster Tag, nächstes Glück. Ab ins Auto. Jetzt geht's zum Baumarkt. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir ein bisschen Folie und Wasserspeicher bekommen. Und hier haben wir schon mal unsere beiden Mörtelkübel. Einen habe ich noch zu Hause. Das ist der Wasserspeicher. Die werden also umgedreht, aber seht ihr dann im Video. Und ich konnte es nicht lassen. Hier 2x Sonnenhut. Und dann habe ich hier noch weißen Lavendel und 2 Gräser geholt. Und jetzt dürfen wir noch mal im nächsten Baumarkt, denn wir hatten hier verdammt noch mal keine Teichfolie. Ah, wie ich es hasse. Aber so ist das halt. Weiter geht's. Und auf ein neues. Teichfolie ist drin, 12 Quadratmeter insgesamt. Dann haben wir hier Taglilien noch gekriegt, noch ein paar andere Funkchen. Also es kann losgehen. So, und jetzt geht's ab nach Hause und wir sehen uns wieder im Garten. So, wir sind zu Hause angekommen und hier der Postbote war auch wieder fleißig. Das Substrat ist auch wieder da. Besten Dank an Floragard, dass ihr so schnell geliefert habt, dass das Projekt jetzt am Wochenende auch starten kann. Denn das Ganze soll ja auch hinterher nach richtig was aussehen und nicht einfach nur hingeklatscht sein. Ne? Und hier, guckt euch mal an, wie geil die jetzt aussehen durch das ganze Regenwetter. Denen tut das richtig gut. Die lieben das hier. Die Color, guckt euch das mal an. Da, die blühen ja sowieso schon. Und hier, die nächste kommt. So eine orangene Färbung. Da bin ich auch mal gespannt. Und das hier müsste dann, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, gelb. So, und nebenher haben wir noch mal wieder was gerissen. Hier, Leiter steht noch. Da oben schon mal entlang. Das eine grüne Teil muss noch weg. Aber dementsprechend den Job auch wieder erledigt. Und jetzt gehen wir hinten in den Garten, denn da muss ja noch eben Loch hin. Und auf dem Weg dahin kommen wir hier an der Dahlie vorbei. Sie wird immer größer, aber sie ist immer noch nicht offen. Und hier habe ich euch ja schon gezeigt, haben wir ja schon ein bisschen frei gemacht. Aber ich war schon wieder tätig zwischen den kleinen Regenpausen. Sorry, dass die Kamera nicht dabei hatte, aber badaboom, der Teich ist fertig. Da kommt die Rutsche dran und dann, nein, das ist natürlich das Moorbeet. Am Spaten könnt ihr sehen, das ist ein ganz schön großes Loch und hat mir auch einige Schubkarrenladungen gekostet. Aber genau hier wird jetzt das Moorbeet entstehen mit Matze von Green Jaws zusammen. Ich hoffe also, ihr bleibt dran. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr das Video nicht verpasst. Und dann geht's hier bald weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.